Alabama war was anderes. So. Texas passt schon. Er hat solchen Rauftypen so. Ja. Wissen deine Eltern Bescheid? Ja. Klar, die haben mich hergebracht. Und sie kommen dann. Sie müssten bald wieder hier sein. Und mich abholen. Hey! What the fuck? Schon, Baby, du willst es doch auch. Nein, what the fuck? Alter, lass doch mal. Wer ist da? Ich bin da. Pass auf die auf. Komm raus, du feiges Arschloch! Hier bin ich. Liegt dich mit jemandem an, der groß. Der groß genug für dich ist. Ein zum Beispiel. Ja, genau hier. Ins Gesicht. Rennt, lauf weg. Scheiße! Jetzt dreh nur nicht durch, Frank! Randale. Du sollst mit Angst zu tun kriegen. Das ist ein verfluchtes Gespenst! Das ist bestraft für uns. Ganz richtig. Scheiße als Mountbank, das ist Bullshit. Verdammter! Ich gehe hier noch drauf! Niemand geht drauf! Nimm das Schwert von dir! Sieht ja auch so, kann ich die Tür versperren. Scheiße! Was zur Hölle machst du, Sam? Mach schon die verfluchte Tür auf! Sie klemmt! Scheiße! Geh aus dem Weg, ich brech sie auf! Es hat nicht geklappt. Oh, komm schon aus! Komm schon aus! Nein, 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 nein. Erschießen wollen wir sie nicht. Komm schon aus! Nee, 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 nee. Erschießen wollen wir hier keinen. Können wir irgendwie zurück? Komm schon da! Oh, das ist ein Scheiße, Mann. Was zur Hölle machst du da? Ach du Scheiße, Mann. Das wollte ich nicht. Nein, nein. Ich wollte sie fliehen lassen. Nicht töten. Heilige Scheiße. Mann, nein. Nein. Dass der die Knarre greift, das wusste ich nicht. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir noch ein Zeug. Oh, Kacke. Wir haben noch Zeugen gehen lassen. Alter. Jody! Mein Gott, was ist mit dir? Das, ich wollte ihnen das Angst einjagen. Was ist passiert? Ich wollte mal ausgehen. Wollt ihr keinen ermorden? Hätte ja auch mal daneben schießen können, in die Luft oder so. Ich weiß. Ach so Scheiße. Was habe ich getan? Ist okay. Ist nicht okay. Holy shit. So weit wollte ich nicht gehen. Für immer zusammen, Errungenschaft. Ein Eingangsloch vorbeigekommen, 90%. Der GPA weggeschlichen oder geflohen. 77%. Barbesuche nicht ausspioniert. Oh, okay, die hätten ausspionieren können. Mit Eiden wahrscheinlich. In der Bar geblieben. 84%. Wir hätten fliehen können. Wir hätten abhauen können. Ach du Schande. Angriffe besiegt. Besiegt ist ein guter. Gut, ach so. Mindestens ein Angriff umgebracht. Ach du Scheiße. 90% Leute. Was ist falsch mit mir und mit euch? Mit Waffe habe ich nicht kommen sehen. Allein.
Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Auch jetzt sieht gleich der Nächste. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Halt dein Maul. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben... Der Vater, der sie... alle hier glauben. Das ist Professor Dawkins. Ich kenne die Szene aus der Kindheit. Wir sind weg, wir können die behalten. Der Vater, komm, die Mutter, die will es doch. Die Mutter, die will die... Natürlich besuchen wir dich so oft. Will doch am liebsten behalten. Und wenn es dir besser geht, scheiß Vater, kannst du auch wieder nach Hause kommen. Du kannst nach Hause kommen. Du wirst die nie haben. Drecksvater. So ist es das Beste. Machen können wir gerade nichts. Das Beste. Für wen? Für dich? Diese Vater hier. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Wir sollten gehen. Halt's Maul! Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Na, gib dir. Mutter, zeig mit ihrer Tochter. Das reicht. Los, komm. Halt's Maul, Arsch. Halt's Maul, Arschgesicht. Lass uns kommen, geh, lass uns gehen. Oh ja. Ich darf. Zack. Sie wollte mich umbringen. Oh Gott, sie ist böse. Ja, heul doch nicht rum. Ein Monster. Na komm, angefasst. Ein Monster. Ja, verpiss dich. Oh mein Gott. Jody. Ja, jetzt so. Jody. Sie umgekehrt. Ein Monster. Ja. Aber das war die richtige Entscheidung. Wer ist hier das Monster? Alter, ich nicht so auf. Vater, wie er sich nennt. Nebler ja nicht. Was, Drieser? Ein kurzes Kapitel. Jodys Vater gewürgt. 62%. Verdient. Na, war ich. Sie ist älter. Sie hat Ketten um den Hals. Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Wüste. Schlüssel habe ich, eine Hundepfeife, wie es ausschaut. Und ist da um den Hals. Da ist ein Haus dort hinten. Da sollte man vielleicht hin. Kriegen wir da ein bisschen Wasser. Eine Wüste. Eine trockene. Oh, wir hätten winken können. Habe ich verpasst. Kommen wir hier zum Haus hin. Da kommt der nächste Track. Der nimmt das nicht mit. Ein bisschen trampen. Es wird alles wieder gut.
bin mitten im Nirgendwo. Per Anhalter. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Lass mich in Ruhe, Aiden. Was? Das Haus ducht. Sieht sie es denn nicht? Ist okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Okay, schauen wir uns mal um. Vielleicht können wir hier irgendwo Kost und Logis erhalten. Und ein Trinkbrunnen. Hundi. Ich hoffe, Hundi hat da nichts dagegen. Ganz ruhig, Junge. Hundi hat was dagegen. Ich will doch nichts tun. Einmal klopfen. Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Nein, Anna. Ich suche nur einen Platz zum Schlafen. Für ein paar Stunden vielleicht nur. Und dann bin ich wieder weg. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. Ja. Es war so. Akuri nao. Tobone, zarahe. Edin, ne? Tote je. Kotnoast ad. Bendako, a doth kath. Ado, a bendago no doth do. Ist okay. Du kannst hier schlafen. Komm rein. Aha. Müssen wir mal da den Familienvater? Wie heißt du denn? Jody. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ja. Ja, danke. Okay, sitzen wir uns. Was zu trinken, bis zu essen, kann hier nicht schaden. In der Wüste. Was guckt die so traurig? Das ist ja ziemlich gruselig. Die Oma macht mir irgendwie ein bisschen. Erstmal einen Schluck trinken. Das ist gruselig, die Oma. Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ich ziehe nur von Stadt zu Stadt. Ganz ohne Ziel. Verstehe. Ihr gehört zu den Navajo, richtig? Wir sind die Nee.
Das heißt die Menschen auf Navajo. So nennen wir uns selbst. Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir, also. Seid ihr Pferdezüchter? Ja, Mustangs. Wir haben auch ein paar Churros. Churros? Schafe. Oh. Wir verkaufen Wolle und Milch. Nicht viel, aber es reicht für uns aus. Oha. Hört sich der Sturm auf. Es ist spät. Jay bringt dich in dein Zimmer. Gute Nacht. Guck mich kurz nach oben. Ja, alles gleich, komm mal. Aha, ist aus wie ein Traumfinger. Und was in der Art? Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Okay. Das war eine ernste Warnung. Können wir die Tür auch verschließen? Also wie es gesagt hat. Abschließen. Nein, lass zu, das mach zu. Wird's abschließen. Asche. Was macht ihnen solche Angst? Wir werden es wahrscheinlich noch mitkriegen. Früher oder später werden wir es wohl noch mitkriegen. Dann werden wir wohl nicht drumherum kommen. Können wir jetzt vielleicht mit einem noch ein bisschen umgucken? Hier kommen wir nicht weiter. Nicht nachgucken. Im Nachbarzimmer. Hier. Hier schläft Oma. Und die unterm Tisch. Und die hat auch irgendwie Angst. Nach draußen kann man nicht. Das geht hier auch zu weit weg. Können wir vielleicht mal
Trick nach draußen. Nee, kann man nicht. Tja, na dann. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Oha. Ein Traum? Du bleibst in deinem Zimmer. Sieht so aus. Was immer du auch hörst. In der Realität. Oha. Was ist ein Schamane oder? Etwas in der Art. Mit ein und gucken, bevor wir sie rausschicken. Er ist ein Ecker, hat Angst. Oma, geht's gut? Auch erstmal. Scheint sie wach zu sein. Schloss zugemacht. Falls wir gleich auf blöde Ideen kommen. Ich bin jetzt schon versperrt. Habe ich mit einem das Tor und das Schloss aufgemacht oder was? Vielleicht nicht die beste Idee. Kurz aufs Klo gehen. Anderen. Paul? Los, mach auf! Was zur Hölle ist hier los? Geh jetzt zurück in dein Zimmer, sofort! Bitte, Jody. Los, tu es einfach. Sie will antworten. Wenn es nicht schon zu spät ist. Komm aufs Zimmer. Seid für ich die beste Idee. Und aufs Zimmer zu gehen. Sei nicht albern, Jody. Andererseits, wir haben einen dabei. Thank you.
bisschen lebensmüde. Wir sind ja schon mal gestorben. Was ist los mit dem Hundi? Vielleicht kommt ein Quicktime Events des Todes. Holy shit. Was machst du denn hier? Ich sagte, bleib im Zimmer! Was zur Hölle war das? Geh wieder ins Bett. Du kannst morgen gehen. Ein Geist. Das hätten wir verpasst. Ich hoffe, die sind jetzt nicht wütend auf uns. Gucken wir hier noch um. Nicht, dass wir schon wieder was verpassen, was wir mitnehmen können. Was denn wieder heißt, du hast nicht in dem Zimmer da geguckt. Oma kann man nicht, weil Omas Tod nicht fallen darf. Ja, allein in ihrem Zimmer nach und starb. Und du bist nicht gekommen. Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke, das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Auf jeden Fall. Jetzt mal den ersten Kaffee ausgesoffen. Wir müssen reden, was war das vorhin? In der Nacht. Irgendwas mit dem hätten interagieren können. Ich bin dann mal weg. Danke. Hier gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber jetzt ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wahrscheinlich mehr als in den letzten Tagen, warte. Ja. Ja, wieso nicht? Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen.